Scheiße spricht im Schlaf! 2016 war für uns auf jeden Fall ein sehr ereignisreiches Jahr. Wir haben ein neues Album rausgebracht und haben dazu auch eine wunderbare Tour spielen dürfen, auch einige Festivals. Waren deswegen auch viel an der frischen Luft. Aber jetzt haben wir mal wieder Bock, ein paar Zentimeter vor den Leuten zu stehen und mit den Leuten zusammen diese Clubs voll zu schwitzen. Das Schöne an der Tour jetzt im Herbst ist, dass wir die Möglichkeit haben, in andere neue Städte zu kommen und auch andere und neue Gesichter zu sehen. Ich habe auch einfach mal Lust, irgendwie Songs zu spielen, die wir auf der ersten Tour nicht gespielt haben. Das Jahr 2016 war für uns als Band unfassbar krass. Wir durften an vielen Orten sein, unfassbar viel erleben. Und nach der Tour jetzt im Herbst wird dann auch irgendwann das Jahr 2017 kommen. Und dann muss dann auch irgendwann mal Schicht im Schacht sein. Sonst läuft man wie so ein Hamster immer und immer wieder im Rad und fängt sich an zu wiederholen. Da im stillen Kämmerlein ein bisschen mit Musik befassen und das letzte Fünkchen Rotz und Wasser, was dann noch so in uns ist, auf dieser Tour jetzt rausjagen, und da freuen wir uns sehr drauf. Wir sind noch 40 Schritt.